Es gibt in diesen Tagen und immer wenn es Kriege gab, gab es solche, gerade im Internet, wo man leicht Slogans sagen kann. Leute, die sagen, es muss jetzt endlich Frieden sein. In irgendeinem Krieg. Und wir haben nun zwei, die uns in unseren Medien sehr beschäftigen, wechselseitig. Der Ukraine-Krieg, der Krieg zwischen Israel und der Hamas in Gaza. Und ich glaube, jedem Einzelnen, der sagt, jetzt Frieden, dass das aus ehrlicher, redlicher, gut gemeinter Empathie gesagt ist. Ich könnte dem eigene Worte entgegenhalten, aufklärend, aber ich glaube, ein Mann hat zu diesem Thema vor vielen Jahrzehnten in klaren, deutlichen Worten etwas gesagt. Es war 1964, als Ronald Reagan, der damals politisch noch nicht bekannt war oder besonders bekannt war, für den Präsidentschaftskandidaten damals Barry Goldwater, keiner, der uns heute mehr im Sinn ist und auch zu Recht, glaube ich, Ronald Reagan, der eine große Rede hielt, A Time for Choosing, eine Zeit, sich zu entscheiden, möchte man es am besten übersetzen. Darin hat er über vieles geredet, aber es ging auch damals in der Zeit des Kalten Krieges um die Frage, wie man umgeht mit der Bedrohung durch den Kommunismus und die Sowjetunion. Diese Rede ist zu Recht zu einer der größten Reden der amerikanischen Geschichte und ich möchte auch sagen, einer der größten politischen Reden überhaupt, jedenfalls der modernen Zeit, geworden. Ich bringe nur diesen Ausschnitt, der ziemlich am Ende der Rede ist. Und lasse nun Ronald Reagan zu dieser Frage zu Wort kommen. Auch wenn ihr, meine lieben Zuhörer, was immer ihr von dem Mann haltet, so bitte ich euch doch, den Worten, dem Inhalt nach Gehör zu schenken. Unabhängig davon, ob der diesen Mann mögt oder nicht. Lassen Sie uns die Dinge klarstellen. Es gibt keinen Streit über die Wahl zwischen Krieg und Frieden. Aber es gibt nur einen garantierten Weg zum Frieden, und zwar sofort die Kapitulation. Zugegeben, jeder andere Weg birgt ein Risiko. Aber jede Lektion der Geschichte lehrt uns, dass das größere Risiko in der Beschwichtigung liegt. Und das ist das Schreckgespenst, das unsere wohlmeinenden liberalen Freunde nicht wahrhaben wollen. Dass ihre Politik des Entgegenkommens eine Beschwichtigung ist. Und dass sie keine Wahl zwischen Krieg und Frieden lässt, sondern nur zwischen Kampf und Kapitulation. Wenn wir weiter nachgeben, weiter zurückweichen und uns zurückziehen, müssen wir uns schließlich der letzten Forderung stellen, dem Ultimatum. Und was dann? Wenn Nikita Chruschtschow seinen Leuten gesagt hat, er wisse, wie unsere Antwort lauten wird? Er hat ihnen gesagt, dass wir unter dem Druck des Kalten Krieges uns zurückziehen und dass eines Tages, wenn die Zeit kommt, das Ultimatum zu stellen, unsere Kapitulation freiwillig sein wird, weil wir bis dahin geistig, moralisch und wirtschaftlich von innen her geschwächt sein werden. Er glaubt dies, weil er von unserer Seite Stimmen gehört hat, die für Frieden um jeden Preis oder besser rot als tot plädieren. Oder wie es ein Kommentator ausdrückte, er würde lieber auf den Knien leben, als auf den Füßen zu sterben. Und genau dies ist der Weg zum Krieg, denn diese Stimmen sprechen nicht für den Rest von uns. Sie und ich wissen und glauben nicht, dass das Leben so teuer und der Friede so süß ist, dass er mit Ketten und Sklaverei erkauft werden muss. Wenn es nichts im Leben gibt, wofür es sich zu sterben lohnt, wann hat das angefangen? Gerade im Angesicht dieses Feindes? Die Märtyrer der Geschichte waren keine Narren und unsere geehrten Toten, die ihr Leben gaben, um den Vormarsch der Nazis zu stoppen, sind nicht vergeblich gestorben. Wo also ist der Weg zum Frieden? Nun, die Antwort ist doch ganz einfach.
Sie und ich müssen den Mut haben, unseren Feinden zu sagen: Es gibt einen Preis, den wir nicht zahlen werden. Es gibt einen Punkt, über den sie nicht hinausgehen dürfen. Ronald Reagan, A Time for Choosing, 1964.